In the beginning, there was the realm of matter. Yet behind it, another realm beckons. Lift up the veil of illusion and embrace the essence of energy. The other realm is waiting for you, along with all of its amazing creatures. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Lucy Ellie, mit Venjia. Oder Venjia, ich weiß es nicht genau. Und schaut euch doch schon mal diese schöne Bildqualität an. Ich habe das Spiel schon mal ein bisschen angespielt, als ich es mir mal gekauft habe im Nintendo eShop. Und muss sagen, wow, es ist einfach wirklich schön vom Hintergrund und von, naja, was Charakteren kann ich jetzt nicht sagen. Einfach an sich, das Spiel ist schon mal richtig wow und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich wollte mir jetzt aber auch noch nicht alles anschauen. Erstmal gucke ich kurz bei den Einstellungen, dass es natürlich nicht so laut ist und drehe das mal ein bisschen leiser. Oh ja, jetzt könnt ihr mich wahrscheinlich viel besser hören. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier mit diesem Account gespielt habe oder mit dem anderen. Ist ja auch egal. Ich werde jetzt einfach trotzdem einen neuen Spielstand quasi anfangen. Wenn Sie ein neues Spiel starten, werden die bisherigen Record gelöscht. Wollen Sie ein neues Spiel starten? Absagen, bestimmen. Ja, das Einzige, was ein bisschen blöd war, war die Übersetzung. Aber ich sag natürlich zu, weil, wie gesagt, ist ja egal, ich war noch nicht so weit. Wie süß einfach dieser Ladebildschirm ist. Putzig. Ui. Da scheint ein Unwesen zu sein im Häschenbau. Ui. Ui. Haben sie sich jetzt geschützt wollen oder wurden die eingesperrt? Ja. Welt wechseln, bewegen, springen und zum Hauptmenü. Mehr brauche ich nicht. Okay. Ich bin die kleine funkelnde Katze hier und jumpe leuchtend hier umher. Ich muss erstmal wieder das Spiel einfinden. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich so groß machen muss, außer immer zu jumpen und immer nach rechts laufen. Ich kann jetzt gar nicht die Welt wechseln. Da muss ich. Nee. Nee. Die Melodie ist echt schön, ey. A für springen, ja klar. Genau. Das ist, glaube ich, sowas wie so eine Art Speicherpunkt. Hey, ich konnte doch mal Doppelsprung machen, oder nicht? Ah, jetzt kann ich auch die Welt wechseln. Das ist jetzt. Genau. Mit L kann ich die Welt hier wechseln und dann sieht das immer noch mal viel düsterer aus. Und man sieht noch mal mehr als in dieser normalen Welt, falls das diese normale Welt ist oder ob das nicht diese hier die normale Welt ist. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Häschen und das versteckt sich vor mir. Okay, einfach mal weiter nach rechts und da ist eine hässliche Spinne. Voll geil, also so sieht so orange aus und hier ist das so richtig nachtblau. Die materielle Welt und die Energiewelt sind wie Yin und Yang und sie sind gegenseitig bekehrt und abhängig. Ja.
Ja, ach so, da ist ja nochmal. Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich muss es sammeln. Ah! Und so sterbe ich. Okay. So, zum Glück sind diese Blätter schon immer da. Aufgehoben quasi. Oder was das auch immer sind. Diese Blätter muss ich nebenbei wahrscheinlich sammeln. Die sind keine Pflicht. Ich habe auch schon mal viele nicht erreichen können. Weil manchmal ging irgendwas auf Zeit. Und ich habe mich da einfach zu dämlich angestellt. Ja, jetzt habe ich mein zweites. Mal gucken, ob ich diesmal alle bekomme. Ich halte und ich halte und ich halte. Ich muss immer öfters mal wechseln, nicht? Dass nicht, dass dann plötzlich eine rollende Kugel auf mich zukommt. Nicht, dass ich mal irgendwie aus Versehen so ein Blatt übersehe. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob die Pflicht sind. Oh Gott, ich darf hier gar nichts berühren, sonst muss ich wieder vom letzten Speicherpunkt quasi beginnen. Und jump. Und jump. Hier passiert noch was. Die Geschichte. Ja, dann schauen wir uns mal doch die Geschichte an, dass wir mal ein bisschen Einblick von der Welt haben. Energy nourishes everything. And meanwhile, breeds its own children. At the intersection of two realms, people establish cities there. Cut up the link between two realms and greedily absorb energy. Which blocked the child's connection with his mother. He was sealed and forced to fall into a dormant state like death. Ah ja. Mal wieder die Menschen. Was auch sonst, ne? Also die Menschen trennen einen Sohn von ihrer Mutter. Wie auch immer das ist. Ah, da ist wieder so ein leuchtendes Blatt. Das kann ich mal aufheben. Ich will mal zumindest rein. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Okay. Ich glaube, hier passiert irgendwas Ekliges. Sobald ich das hier berühre. Ja, es passiert immer irgendwas, wenn man irgendwas berührt. Oh, nein. Oh, jetzt ernsthaft. Ach man, wie fies. So, ich mach mal gleich hier auf diese düstere Welt, sag ich mal. Und jetzt springen. Oh. Heilige. Puh. Puh. Oh, sowas hasse ich immer, wenn irgendwas mich so verfolgt. Da. So, hier ist nichts, hier ist nichts, hier leuchtet nichts. Da hinten sind wieder so Hasen. Ich finde es immer so geil, wie das einfach total anders aussieht. Die Katastrophe kommt endlich zu dieser Welt. Die Elfen sind in Gefahr. Der Sohn der Energie kämpft, um die Elfen zu schützen. Aber er kann nicht alle die Elfen von der Katastrophe abbringen. Ach so. Dann sind diese Häschen sowas wie Elfen. Nein. Oh Gott im Himmel, ey. Ja. Gib das jetzt endlich mal auf. Nein! Nein!
Oh, immer dasselbe, ey. Aber zum Glück habe ich hier nicht sowas wie Leben. Das wäre echt nervig, wenn ich noch ein Leben hätte. Und dann muss ich das komplette Level quasi von vorn anfangen. Und... ey, das fängt immer wieder gut an. So. Jumpen. Der Mond. Sieht schön übrigens, wie nah der mir ist. Oh Gott. Das ist... Oh, da kam ich nicht dran. Das war nervig. Das war obernervig. Da komm ich nicht dran. Genau. Ja, wie gesagt, ich probiere jetzt mal mein Glück. Ich weiß echt nicht. Ah ja, ich hab früh. Ich hab wieder zu früh gewechselt. Ich weiß echt nicht. Ich muss das doch von irgendwie hier oben machen. Ich weiß doch gar nicht. Was anderes gibt's hier doch nicht. Ich kann aber auch nur einmal so jumpen. Es ist immer dasselbe. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Nein? Das war ein Leck. Ich probier's noch dreimal. Wie gesagt, ich hab's letztes Mal auch nicht wirklich hinbekommen. Ah, das frustriert ja, wenn man das gar nicht hinbekommt. Das ist immer nur so ein kleines bisschen. Ich muss einfach im richtigen Moment erst hoch. Ich weiß aber nicht wann. Ist wieder so ganz knapp. Ja, immer so ganz knapp, ne? Nein, es will einfach nicht. Ich glaube, ich ignoriere das gleich einfach wieder. Weil ich weiß echt nicht beim Besten. Ja, ich habe keine Ahnung. Und das habe ich auch mal wieder gut hinbekommen. So. Jetzt wird es, glaube ich, nochmal eklig. Ja, jetzt weiß ich, warum es so eklig ist. Ey, das frustriert mich mit diesem scheiß Blatt, ey. Ja, genau. Ah. Gerne haben, aber ich weiß nicht wie. Naja, egal. Egal, egal. Es ist wie gesagt nicht Pflicht. Es ist wie gesagt nicht Pflicht, diese Dinger zu sammeln. Und darüber bin ich froh. Würde mich aber auch mal freuen, wenn diese mal auf diese Platte springen würde. Ja. Versuch nochmal, keine Ahnung, wie viel. Genau. ja, sorry, Leute, ich muss mich da auch erst wieder einspielen. Es sieht zwar alles einfach aus, ist es aber nicht. Oh Gott. Oh Gott. Hier? Achso, die... Ach, die kleine Schildkröte. Wie süß. Hat sich jetzt noch bedankt. Wie süß. Du könntest mir das Blatt von da drüben geben. Ja. Wenn ihr eilt nach der Katastrophen... Nach der Katastrophengebiete, nach dem Elfenhilfe angerufen hatten. Ja. Wenn ihr eilte zu dem Katastrophengebiet, nachdem die Elfen
ihn um Hilfe gebeten hatten. Anir ist ein freier Elf. Er ist Sohn der zwei Welten. Ah ja. So, quasi Mutter und Vater sind das für mich. Oh Gott, was passiert hier wieder? Ich ahne wieder Böses. Ich habe Angst. Eine neue Fähigkeit. Hä, konnte ich das nicht schon die ganze Zeit? Ah ne, jetzt kann ich den Doppelsprung quasi. Kann ich jetzt zurück? Geht das? Ach, leck mich. Das ist fies. Wieso kommt so eine Fähigkeit erst jetzt? Das ist doch echt gemein. Naja. Naja, egal. Widmen wir uns den wichtigen Dingen wieder zu. Und zwar... Geht es jetzt hier weiter? Nein! Heilige! Ah! Was war denn das? Also ja, das Rad ist nicht da, wenn ich den hier mache. Okay, dann eben anders. Hä, wieso? Das Spiel mobbt gerne. Stelle ich so fest. Wie? Oh Gott. Geht's hier weiter? Oh ja, hier geht's weiter. Okay. Ah, jetzt kam ja irgendwas mit auf Zeit. Das fand ich nervig. Was? Der Hase wollte mir was sagen. Ah, genau. Dort ging auf Zeit. Oh, das war eklig. Das krieg ich sowieso nicht hin, also... Da fängt es wieder an. Das fängt zum Glück immer wieder von vorne an, wenn ich hier mich versuche zu beeilen. Oh Gott, ey. Ja. Ich darf auch nicht sterben, wenn ich die gerade auffange. Ich muss das erst wirklich aufs Gute kommen. Das Ach. Kann ich mir das aber auch erst holen? Oh. Ah, nein, nein, nein. Ach komm. Ach so. Nein. Ach Gott, ist das... Ach komm, ey. Jetzt habe ich das eine nicht bekommen. Oh, jetzt habe ich beide nicht bekommen. Also ich... Das kriege ich auch nicht mehr scheinbar. Ja, das kriege ich auch nicht mehr. Das ist ja... Ich könnte es noch bekommen. Nein, ich bekomme es nicht mehr. Ach komm, das ist ja fies. Das ist so... Oberfies. Wo kommt diese Spinne plötzlich her? Ach, ist das gemein.
Wisst ihr was? Ich ignoriere einfach alle beide. Es geht kein Weg zurück. Okay. Ha. Gut. Oh. Diese blöden Teleportierteile manchmal. Das ist das unfair. Oh. Ihr lacht bestimmt euch jetzt einen schlapp, dass ich mich gerade so dumm anstelle, aber verständlich, ich würde auch über mich selber lachen. Oh, wo kommt diese Spinne schon wieder her? Ja, ihr habt es nicht geschafft, das ist blöd. Ja, wenigstens eins. Ist besser wie keins, ne? Sagt man doch so schön. Ist dieser kleine Elfen noch oder Hase, was das auch ist, der Hoppelchen noch vor diesem Baum? Ja. Der wollte die Möhre. Hab ich die Möhre letztes Mal gehabt? Die Möhre kommt mir jetzt neu vor. Ist auch egal. Oh, hier schießt schon wieder. Oh. Also ich dachte jetzt, hey, was passiert hier? Da war ja was. Oh, geht das noch weiter? Ja, es geht noch weiter. Es ging noch weiter. Ich erinnere mich, das war so ein Nick. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gespielt habe. Oh, nein. Oh. Da bin ich gar nicht gespielt, aber es kommt mir alles noch bekannt vor. Okay, nochmal. Nochmal. Ja, alles schön schnell. Oh, das springt aber auch manchmal so langsam, das Vieh. Oh. Der Tür der Energie steht vor der Verbindungsgebiete der beiden Welten. Der Sohn der Energie hat sich immer die Tür der Energie bewacht. Was ist das? Was ist mit dieser Übersetzung, hä? Also die Tür der Energie steht vor den Verbindungsgebiet der beiden Welten. Der Sohn der Energie hat immer diese Tür quasi bewacht. So. Kann man es auch übersetzen. es ist halt ein kleines Indie-Game. Also verzeih ich mal diese Übersetzung. Oh. Wir sollten uns beeilen. Ah ja. Gesamte Spielzeit 21 Minuten. Und ich habe 4 Dinge verpasst. Echt? Ich habe 4 Dinge verpasst? Was habe ich denn verpasst? Okay, 2 habe ich übersehen und das dritte habe ich dann einfach ignoriert. Aber irgendwo war noch ein viertes, was ich verpasst habe. Ja, naja, solange ich Rang A bin, ist es mir egal. ich will einfach das Spiel nur an sich spielen. Mein Ziel ist es jetzt nicht, diese ganzen Blätter da zu sammeln. Komm mal nochmal zurück. Nee, tatsächlich. Das ist schön. Blätter, keine Blätter. 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 Ja. Und Spinne. Ich wünsche, die wäre in einer Welt da und die andere Welt nicht. Oh, da gibt es in einer Höhle. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie weit ich wie gespielt habe. Ich glaube, ich habe 1, 2 Level gespielt.
So, ich glaube, es kann sein, dass ich das Level nur angespielt habe und. Hudi nimmer! Wo kommt das her? Oh Gott. Kann ich mich in Ruhe lassen? Bitte nicht zerquetschen. Schließlich entdeckten die Menschen die Existenz des Tores der Energie und gründeten dort eine Stadt. Die Stadt bezieht weiterhin Energie aus der Energiewelt. Die Energiewelt stirbt immer mehr und der Sohn der Energie muss in einen tiefen Schlaf fallen. Okay, das war ansatzweise mal gut übersetzt, außer das mit dieser Stadt bezieht weiterhin. Ach ja, genau. Nee, ignoriere mich nicht, Kugel. Dieses Spiel haut mir manchmal echt noch. Nein, ich hab's doch geschafft. Och, komm, ey. Wo ich mich verklickt hab. Ja, ich hab gedacht, ich schaff das jetzt gerade nicht. Und ich hab's immer nur doch geschafft. Oh, jetzt. Hauptsache mit dem Kopf an die Wand. Okay, ich schaff das. Ich schaff das. Hä? Halt, stopp. Wo geht es jetzt als nächstes weiter? Hier. Zur Geschichte. The magical cat restores the connection of two realms. So the child of energy wakes up again. Nothing can stop his rage. He chooses to destroy everything here. The cat decides to leave because this is not what he would like to see. Du hättest es aufhalten können, Kätzchen. Venir, oder ich hoffe, du bist Venir, nicht das andere Vieh Venir. Gia, Venir, ich weiß es doch nicht, wer er ist. Nein! Oh, nein! Oh, wir sind hier. Aber ich. Oh nein. Back hier. Oh, nein. Nein. Oh, was ist denn das? Och, komm, ey. Muss ich wieder von da anfangen? Ja. Wenn ich das schon sehe, graust es mich. Was ist es diesmal, hä? Was ist es diesmal? Spinne und Blume. Ich. Ach. Nein! Okay, ich warte erstmal, bis dieser Stein wiederkommt. Weil ich glaube, hier kamen noch mal so ganz viele Steine hinein. Genau. Jetzt muss ich mich ganz schön beeilen, bevor jetzt der nächste Stein kommt. Oh. Nein. Oh, scheiße. Scheiße. Ich hab's schon verkackt. Das ist jetzt so ein bisschen. So. One. Hier kommt, glaube ich, nochmal ein Stein. Och, komm schon. Ich will diese Steine nicht mehr sehen. Ha. Nein. Oh, komm, ey. Hätte ich in den jetzt ausweichen müssen. Oh. Also warten, bis Stein kommt. Dann springen. Dann nochmal springen. Und rennen.
So, jetzt kommt Stein Nummer 1 oder 2. Oh. So, renne bis um dein Leben, bis der nächste Stein kommt. Oh Gott, und keinen einzigen Stein hier berühren, sonst tot und verderben. Oh, nein. Oh, da ist ja so ein Teil. Ach, das habe ich gar nicht gesehen und ich habe es irgendwie überlebt. Ja, es war jetzt nicht intelligent von mir. Nochmal den ganzen Rotz. Wieso komme ich jetzt nicht hoch? Jetzt habe ich es eh verkackt. Nein. Oh. Stein. Ich warte, bis der Stein kommt und dann springe ich. Ich habe auch meinen Fehler gelernt. Steine, ey. Wo kommen die hier mal her? Ah, hier. Hier kommen die blöden Steine her. Boah, ich hab's geschafft. Ich erinnere mich, dass das noch Blöderes gibt. Irgendwas kam noch, was noch blöder ist. Ich weiß aber nicht mehr was. Oh, ein Squirrel. Squirrel. Und hier ist... Ah ja, genau, hier kam... Oh, ich erinnere mich. Hä? Ach, wie putzig. Ach, wie goldig war das denn? Das habe ich letztes Mal irgendwie verpasst. Und ich bin einfach durchgewonnen. Vinjia spürt die erschöpfende Energie in der materiellen Welt. Vinjia verband die beiden Welten wieder und erweckte den Sohn der Energie. Ah ja. Und hier ist wieder irgendwas. Haha. Habt ihr da unten? Ah nee. Ah ja. Okay. 1, 3. Ich hätte früher wechseln müssen. Okay. Ich hätte mal wieder früher wechseln müssen. Das wird jetzt lustig. Nein! Och, ich hab's noch nicht gehalten. Also, ich hab's zumindest, wenn es mir aufgezählt wird, dass ich's eingesammelt habe. Danach ist es egal, wenn ich sterbe. Aber es darf nur nicht währenddessen passieren. Oh Gott, das ist nervig. Das ist obernervig. Aber ich glaube, ich habe es mal geschafft gehabt. Ja. Ich muss irgendwie gucken, wie ich das zum... Ich muss schneller reagieren mit dem Wechseln. Nein! Oh, ich hab's jetzt gesammelt. Jetzt ist es mir egal. Jetzt habe ich es gesammelt. Ach, ist das nervig manchmal. Hä, wieso war ich denn jetzt geportet? So. Okay. Einfach jumpen. Jump. Und töten.
Jumpen und töten. Das kann ich gut. Oder so, ne? So. Ein Speicherpunkt. Ist hier was? Okay, hier ist wieder eine 1. Keine 2. Doch, das ist eine 2. Und die 3 ist keine Ahnung. Oh Gott, ich muss mich auch wieder hier zurechtfinden. Ah ja, hier wechselt es dann auf 5 und 6. Okay. Erstmal. Oh! Ich weiß nicht, wie ich. Ich weiß. Ich fast. Es hätte fast geklappt. Ich hatte aber. Da stand noch 8, also gab es noch 8 dieser Dinger. Okay. Versuch Nummer 2. Ich jumpe noch zu 1 rüber und ignoriere die 3. Der Sohn der Energie hasst die menschliche Stadt, die die beiden Welten trennt. Die Wiedererweckten, der Sohn der Energie hat alles zerstört. Oh, der Hintergrund, also. Ja, ich weiß, ich meckere jetzt wieder in der Übersetzung. Egal wie scheiße die ist, vielleicht ist sie im Englischen wirklich gut. Aber der Hintergrund, wow, so gut möchte ich auch ganz zeichnen können. Und da fliegen die Vögelchen im Hintergrund allesamt im gleichen Takt. Die Wolken schweben nach Westen. I don't know. Und wie sieht's hier aus? Hier sieht's aus, als wäre klare Nacht. Aber. Ach, das ist alles schön. Ich mach's mal so. Hier passiert wieder was. Das ist echt eine wunderschöne Melodie. Das ist echt auch ein schönes Lied. Ich hätte jetzt aber irgendwie gedacht, hier passiert noch was. Nee, es wird so automatisch Nacht. Shadows we will rise. Tell me, darling.
echt schön, das Lied. Ich wollte es jetzt einfach nur mal anhören mit euch zusammen. Aber ich glaube, es hat jetzt hier eh nichts Story-Relevantes zu tun. Ist ja nicht so, als würde ich hier irgendwie irgendwas gewinnen dadurch. Eine Trophäe. Hey, du hast da eine kleine Spinnarmee. Oh, wo kommt denn jetzt diese scheiß Spinne? Oh nein. Oh, ich dachte jetzt. Nein, das Lied bringt jetzt nichts. Ich muss jetzt gegen diese Spinne hier ankommen. So. Frag mich, wie viele Weltenlevel das Spiel mit sich bringt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht nach 5 Dingern vorbei. Scheint nämlich etwas Großes zu versprechen. So. Oh, aha. Irgendwas ist doch hier. Ich muss jetzt erstmal gucken, was hier ist, weil das ist sehr verdächtig. Sehr verdächtig, dass ich immer wieder dafür sterben werde. Ich sehe jetzt aber allerdings nicht. Das ist... das war knapp. Das war blöd. Heyo. Wo muss ich denn hin? Warte mal, hier ist wieder das Springteil. Jump. 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 Hä, da ist ja gar nichts. Also, hä? Dient nur zur Verwirrung. Ist das jetzt ein... In dem Moment kam diese blöde Kugel an. Oh, jetzt habe ich einen Lauf, ne? Ach. Dass hier nochmal so eine scheiß Kugel ankommt. Jetzt ist es mir egal, was du mit mir machst. Da muss ich jetzt echt gut Skills bekommen. Skills haben. Ich. Ah! Oh, ist das nervig. Oh. Okay. Ich hasse diese Blätter. Also manchmal musst du echt fast so kurz vorm Tod rennen. Jumpen. Je nachdem. Aber Hauptsache diese Blätter, ne? Oh nein, 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 bitte nicht wieder auf. Ja. Diesmal nicht auf Zeit, das ist... Das ist gut. Da habe ich schon mal nochmal eins. Komm. Ich erinnere mich. Das ist so nervig. Das ist so eklig nervig. Oh. Oh, ich kann aber auch nicht so schnell jumpen, ey. Okay. Okay. Nein! Oh. Ich weiß... Oh, nein! Irgend so ein kleines bisschen immer. Oh. Okay, nächster Versuch. Oh Gott. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe.
Ach, da oben war noch eins. Muss man sich richtig fallen lassen. Ich sag ja, das ist immer so kurz vorm Tod. Kommt da irgendwas, sich so richtig abfuckt? Nein. Oh. Ich weiß nicht wie. Nein. Oh. Ich hab's. Nein! Geschafft. Ey, diese Dornen an den Decken. Fucken einen richtig ab. Oh. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte hier raus. Einfach raus. Yeah! Okay, Leute. Ich mache jetzt hier mal einen Cut, weil das war mir schon wieder zu viel für mein Herz. Nein, Spaß. Ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal, wie gesagt, ein kleines Päuschen machen. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat bis jetzt euch sehr gefallen. Und ja, schreibt mir einfach die Kommentare, wenn ihr sagt, ja, mehr oder weniger. Ja, ich möchte das Spiel, wie gesagt, versuchen mal durchzuspielen. Scheiß auf die Blätter. Die sind jetzt, glaube ich, wie gesagt, nicht so wichtig. Es sei denn, es heißt am Ende irgendwie, sammel alle Blätter, sonst kommst du hier nicht durch. Dann denke ich mir so, fuck. Aber naja. Was soll's. Es ist ja, wie gesagt, klopp, keine Pflicht, die zu sammeln. Und ich bin gespannt, wie es mit der Story weitergeht. Schreibt mir einfach, wie gesagt, in die Kommentare und ich sage, bis zum nächsten Mal.